Und damit ein herzlich willkommen zur dritten Folge vom HTML und CSS Tutorial. In der letzten Folge haben wir uns genauer angesehen, wie Style Sheets funktionieren oder ein erstes Style Sheet mit den grundlegendsten Dingen angefangen. In dieser Folge werden wir uns als erstes allerdings einem anderen Problem widmen. Wie vielleicht einigen aufgefallen ist, wird hier dieses nicht richtig angezeigt. Das ist ein Problem, was einfach an dem Charset liegt. Und das lässt sich ganz einfach korrigieren, also indem wir in dem Head-Tag einen weiteren Tag hinzufügen, und zwar einen sogenannten Meta-Tag. Dieser benötigt, wie so viele andere Dinge auch, zum Beispiel der Link-Tag, kein schließendes Tag. Allerdings setzen wir hier dann einfach Charset auf UTF-8. Und sobald wir wieder neu laden, haben wir hier S und natürlich auch andere Umlaute. Und auch verschiedene andere Sonderzeichen aus anderen Sprachen. Was wir in dieser Folge machen wollen, ist Links kreieren. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schwere Aufgabe, denn das Tag für Links ist einfach A. Und theoretisch könnten wir jetzt einfach hier einen Text eingeben und dann die Seite neu laden und schon haben wir hier einen Link. Allerdings können wir noch gar nicht draufklicken. Das liegt daran, dass wir ein gewisses Attribut im A-Tag vergessen haben, und zwar href. Das kannten wir doch auch bereits schon aus dem Link-Tag. Das liegt daran, dass die Funktionalität sehr ähnlich ist. Beides verlinkt auf Dinge. Beim Link-Tag wird eine Datei in das Dokument eingegliedert. Bei dem A-Tag wird ein Link nach außen oder einfach auf eine andere Seite gemacht. Hier könnten wir zum Beispiel machen google.com. Und sobald wir dann hier neu laden, haben wir einen schönen blauen Link. Wenn wir auf den draufklicken, kommen wir auf Google. Das wollen wir aber gerade nicht, weil wir müssen hier noch weitermachen. Gleich werden wir auch noch ein bisschen am Styling arbeiten. Allerdings erstmal wollen wir uns noch ein zweites Attribut angucken, und zwar das sogenannte Target. Hier können wir verschiedene Sachen angeben. Und ich würde sagen, das Wichtigste hier anzugeben ist eigentlich Blank. Das führt einfach nur dazu, dass dieser Link nicht im gleichen Tab wie eben geöffnet wird, sondern in einem neuen Tab. Das ist vor allem sinnvoll, wenn man auf externe Seiten verlinkt, damit der Nutzer nicht die eigene Seite verlassen muss, komplett, sondern die immer noch offen hat. Die anderen Angaben sind eigentlich eher weniger von Bedeutung, da man die sehr selten nutzt. Jetzt sieht das Ganze aber trotzdem eher blöd aus mit diesen Farben und so weiter. Als erstes werde ich mal wieder eine andere Seite eingeben, damit die lila Farbe weggeht, ist es dann wieder blau. Jetzt geben wir einfach an, dass A keine blaue Farbe haben soll, sondern vielleicht ein schönes Pink. Das geht mit dem Color Tag. Hier auf der anderen Seite können wir entweder eben, wie wir gerade gemacht haben, Pink oder aber auch ganz viele andere dieser vorgegebenen Farben, eine sehr lange Liste angeben, oder aber wir können Hex Codes angeben. Das sind eben sechsstellige Zahlen mit einem Hashtag vorne dran im Hexadezimalformat. Das heißt, wir haben nicht nur die Zahlen von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern auch noch zusätzlich A, B, C, D, E, F. Und zusammen 16 Zeichen. Und diese Hexcodes bestehen, wie schon gesagt, aus 6 Zeichen. Das heißt, wir haben hier 2 Zeichen für R, dann haben wir EG, EB. Das R steht für Rot. Das gibt also an, wie viel Rot in der Farbe vorhanden sein soll. Das hier gibt an, nicht wie viel Gelb vorhanden sein soll, sondern wie viel Grün vorhanden sein soll. Und das B steht für Blue, also Blau. Also wie viel Blau in der Farbe vorhanden sein soll. Wenn wir jetzt also angeben 00 für kein Rot, 00 für kein Grün und FF für volles Blau, dann bekommen wir ziemlich genau diese Farbe, die wir bereits haben. Das wollen wir aber nicht, denn wir wollen lieber vielleicht ein bisschen grünlicheres, zum Beispiel. Und dann haben wir einen grünen Tag. Wir wollten aber eben pink haben und das lässt sich eher dann mit FF00FF anstellen. Dann haben wir einen pinken Tag. Ist allerdings auch ein bisschen langweilig, dass das jetzt die ganze Zeit nur pink ist. Wie wäre es denn, wenn wir noch ein Average State hinzufügen? Das heißt, wir haben hier A und dann Doppelpunkt und dann diesen sogenannten Pseudo-Selektor, in dem Fall Hover. Und das
gibt Elementen, die, über die gerade gehabert wird, also mit der Maus drüber gegangen wird, einen besonderen Effekt. Wir könnten also zum Beispiel hier sagen Color und damit das sehr auffällig ist, 00 FF FF. Das gibt uns so ein aquablau Türkis. Und jetzt sehen wir, wenn wir über den pinken Text drüber habern, haben wir einen türkisen Text. Und dann gibt es noch einen weiteren Pseudo-Status, zum Beispiel Active. Und Active ist immer dann, wenn man da drauf geklickt hat, und ich werde es lieber demonstrieren, indem ich einen weiteren Tag angebe, zum Beispiel FF und FF00. Und da haben wir einen gelben Tag. Genau, wenn ich da drauf klicke, ist dieser Tag Active. Kann auch noch ein bisschen länger Active sein, als ich drauf geklickt habe. Wenn ich zum Beispiel etwas geöffnet habe und das Ganze noch nicht zurückgesetzt wurde vom Browser. Das ist aber sehr browserabhängig. Und jetzt gibt es noch zwei Pseudo-Starten. Einmal nämlich Focus. Und das gibt an, ist halt, wenn das Ganze im Fokus ist. Machen wir einfach mal 00 FF00. Also grün. Das passiert nämlich zum Beispiel, wenn man mit Tab da drauf geht. Also wenn man überhaupt über die Tastatur steuert. Wir sehen, hier ist auch gerade noch so eine Umrandung, die zeigt noch deutlicher, dass das im Fokus ist. Und als letztes gibt es noch, das ist aber speziell für Links, also für A-Tags, Visited. Und das ist eben, wie wir es eben bereits hatten, mit diesem Lila. Könnten wir zum Beispiel machen, hier haben wir jetzt irgendwie so ein Violett genommen einfach mal. Und da ich diesen Link eben schon angeklickt habe, ist dieser Lila. Allerdings kann man noch viel mehr mit A's, mit A-Attributen machen. Zum Beispiel könnten wir folgendes Element nehmen, Nav. Und das steht für Navigationsleiste. Und die wollen wir jetzt einfach hier oben am Rand, am obersten Rand machen. Und dort sollen dann einfach verschiedene A's drin sein, die auf die verschiedenen Unterseiten verlinken. Das heißt, wir haben A mit Hashtag, sagt man einfach, dass das keinen wirklichen Link hat. Sagen wir einfach zum Beispiel Home, genau. Und dann nochmal das Ganze, ups. Und dann machen wir noch eine über mich Seite. Und wenn wir das Ganze jetzt erstmal angucken, sehen wir, das sieht irgendwie scheiße aus. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt noch nichts an Styling gemacht haben. Und dazu werden wir jetzt erstmal sagen, dass wir Nav folgendermaßen stylen wollen. Erstmal wollen wir eine Breite von 100% haben, denn es soll über die ganze Seite gehen. Und damit wir auch sehen, ob das wirklich die ganze Breite ist, sagen wir, die Background Color soll auf 22, 27 FF gesetzt werden. Wie uns aber auffällt, geht es nur von hier bis hier. Und woran liegt das? Ja genau, wir hatten hier bei Body gesagt, die Breite soll höchstens 800 Pixel sein. Daher müssen wir noch etwas sagen. Position Absolute. Das gibt die Position an. Standardmäßig ist die Position Relative, das heißt relativ zu anderen Elementen und vor allem zu dem übergeordneten Element, dem Container. Bei Absolute ist es aber ganz unabhängig davon und wird von der Seite abhängig gemacht. Das heißt, wir haben eine Breite von 100 und die ist abhängig von der Seite. Das sehen wir gerade noch nicht so ganz, weil also das ist jetzt 100% der Seitenbreite. Sehen wir hier genau, wenn wir so scrollen. Wir wollen aber, dass die Seite, dass diese Navbar bereits hier anfängt und ganz oben ist. Daher gibt es speziell für Position Absolute Top, dann gibt es Left, Right und natürlich auch Bottom. Erinnert uns sehr an die Geschichte mit Margin und Padding. Allerdings ist das Ganze abhängig von der Seite. Also das heißt, wenn wir Top 0 sagen, ist das Ganze wirklich ganz oben an der Seite. Wenn wir sagen Top 50%, ist das auf der Hälfte der Seite. Wir wollen aber in dem Fall 0 haben. Das gleiche sagen wir auch für Left. Denn es soll ja direkt am Rand sein. Und wie wir jetzt sehen, haben wir eine Navbar, die direkt am Rand ist. In dem Fall brauchen wir Right und Bottom nicht. Allerdings ist das Ganze im Moment jetzt noch ein bisschen an den Rand gequetscht. Daher nötigen wir diesmal nicht das Margin-Attribut, denn in dem Fall würde Margin folgendes machen. Und Padding hingegen, das ist nämlich das, was wir brauchen. Padding hingegen macht das. Macht einen inneren Abstand. Was ich euch generell immer empfehlen kann, ist bei Padding immer ein Top und ein
Write-Attribut anzugeben oder Wert anzugeben. Meistens mache ich es einfach so, dass der Write-Attribut-Wert zweimal größer ist als der Top. Das sieht dann so aus. Das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Das ist ein sehr hilfreicher Tipp, wenn es darum geht, solche Paddings zu machen. Es geht nämlich schnell, ist kein großer Rechenaufwand und sieht meistens sehr gut aus. Da kann man auch ein bisschen experimentieren. Zum Beispiel können wir auch hier sagen, 8 und 16 oder irgendwie sowas. Ne? Oder 5, 10. Das ist eigentlich ziemlich freigestellt. Und jetzt wollen wir aber sagen, dass wir nur die A's innerhalb dieser Navbar speziell stylen wollen. Das erreichen wir, indem wir einfach sagen, Nav und dann A. Und das sagt aus, dass wir haben Nav und nur die Kinder davon, die dem Typ A sind, die sollen folgende Eigenschaften haben. Color, Hashtag FFF. Das ist eine Kurzform für FFF, FFF, also 6F. Das ist eben eine andere Form für White. Jetzt nochmal, Hashtag FFF. Wir sehen, wir haben jetzt hier komplett weiße Links. Allerdings sind trotzdem noch die Hover States, die Focal State, die Active States gleich. Und auch die Visited States. Was mich jetzt auch in dem Fall stört, ist, dass die ganzen Links noch unterstrichen sind, was halt standardmäßig bei Links so ist. Und das entfernen wir, indem wir die Text Decoration auf None setzen. Da gibt es auch noch verschiedene andere Werte, die man ersetzen kann. Allerdings ist in unserem Fall eben None am wichtigsten. Was mir jetzt auch nicht gefällt, ist, dass diese ganzen A's so weit aneinander geklatscht sind. Daher werden wir hier setzen, dass wir ein Margin haben wollen. Oben und unten soll der 0 sein, denn der soll ja immerhin da gleich bleiben. Aber links und rechts wollen wir 10 Pixel Abstand haben. Dadurch ist das Ganze dann ein bisschen weiter auseinandergerückt. Allerdings gefällt es mir immer noch nicht, dass diese drei Links so weit am linken Rand sind. Daher setzen wir jetzt einfach Text-Align auf Center. Und wir sehen, dass es plötzlich alle drei mittig sind. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit dieser Folge. Wir haben jetzt wieder einiges Neues gelernt, würde ich mal sagen. Und in der nächsten Folge werden wir zum einen dieses Bild ein bisschen mehr konform der Seitengröße machen und noch einige andere Dinge neu dazulernen. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, zu teilen, zu kommentieren und so weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.